Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Computerspiele und Internet, wer kennt das nicht? Wer benutzt das nicht? Ist das eine Gefahr für unsere Kinder? Als Gast und Experten haben wir Herrn Professor Dr. Martin Korte gewinnen können. Herr Professor Korte ist Professor für zelluläre Neurobiologie an der TU Braunschweig. Herr Professor Korte, herzlich willkommen. Ja, wunderschönen guten Tag. Wenn man Kinder und Computerspiele und Internet betrachtet, gibt es bestimmte Kinder, die das besonders gern machen, besonders tun? Gibt es soziale Hintergründe dafür, warum bestimmte Kinder das machen? Oder machen es alle? Erstmal sieht man, dass Jungen das viel häufiger machen als Mädchen, wenn es um Spiele geht. Also die Jungen spielen etwa pro Kopf zwischen 12 und 17 Jahren eine Stunde und 46 Minuten, während die Mädchen nur 30 Minuten am Tag spielen. Also da sehen Sie enorme Unterschiede. Wie sehr das die Kinder beeinflusst, hängt tatsächlich auch vom sozialen Hintergrund ab. So sieht man, dass Kinder, die aus sehr einfachen sozioökonomischen Verhältnissen kommen, hier sehr viel anfälliger sind, viel und lange zu spielen, als das bei Kindern der Fall ist, die aus sozioökonomisch abgesicherten Situationen kommen. Man sieht auch, dass Menschen mehr spielen, wenn sie sich schon einsam fühlen. Also quasi die Einsamkeit treibt die ins Spielen, gleichzeitig verstärkt das Alleinsitzen am Computer dann eben auch das Einsamkeitsgefühl. Während Menschen, die schon gut vernetzt sind, sogar profitieren von diesen Spielen, wenn sie denn in Gruppen gemacht werden, weil sie sich mit ihren Partnern vernetzen, ganz viel über die parallelen auditorischen Kanäle, die es da gibt, die Apps, die die verwenden, um sich miteinander zu unterhalten, sich dann über Gott und die Welt austauschen. Also es gibt eben auch die Aspekte der sozialen Kommunikation, die eben indirekt über die Spiele erfolgen und die ein erheblicher Bestandteil auch der Spiele sind. Das heißt, ein Eingriff in das kognitive Verhalten ist durch dieses Spielverhalten gegeben. Ist das objektivierbar, Herr Professor Korte? Man kann das messen hinsichtlich der Noten, die Kinder erreichen, ob sie viel, mittel oder wenig spielen. Da sieht man, dass die Noten schlechter werden, wenn sie viel spielen. Kann man sagen, ist ein bisschen eine Trivialität. Offensichtlich haben sie dann auch weniger Zeit für was anderes. Also es ist nicht so, dass das Spielen dumm macht. Das kann man überhaupt nicht sagen. Spielen ist strategisch, analytisch, trainiert auch das Sehsystem enorm. Aber während der Zeit können sie eben nicht Hausaufgaben machen für eine Arbeit, lernen und so weiter. Und wie man weiß, ist ein Level, den man erreicht, ist immer der vorletzte. Und es ist dann schwierig, rechtzeitig mit diesen Spielen wieder aufzuhören. Also das ist eher das Problem, was die kognitiven Fähigkeiten einschränkt. Und das zweite wichtige Aspekt, der zu betrachten ist, ist das Alter. Wenn Kinder schon sehr jung, schon im Grundschulalter anfangen, viele Stunden am Tag zu spielen, sieht man, dass tatsächlich auch zum Beispiel die Sprachentwicklung leidet. Denn um Sprache richtig lernen zu können, muss ich Menschen in einem dreidimensionalen, echten Raum anschauen. Ich muss sie erleben. Ich muss auch die Lippenbewegungen sehen. Gibt es gute und schlechte Computerspiele? Auch das hat man intensiv untersucht, vor allen Dingen am Beginn, als die gerade gewaltbereiten Spiele aufgetreten sind oder man die viel benutzt hat, muss man sagen, dass man hier keine gute Korrelation findet. Also da gibt es ja Spiele, wo fürchterlich gemetzelt wird. Man sieht hier keine Korrelation zur Gewaltbereitschaft von Jungen oder von Mädchen hinsichtlich der Spiele, die sie spielen. Es gibt aber eine umgekehrte Korrelation, wenn junge Menschen schon sehr gewaltbereit sind, dann spielen sie auch diese Spiele, aber die Korrelation ist genau andersrum, dass man ist schon vorher gewaltbereit und sucht dann diese Spiele. Aber also statistisch lässt sich sagen, dass diese Spiele nicht die Gewaltbereitschaft erhöhen. Und natürlich gibt es Spiele, die das strategische Denken fördern, die das Gruppendenken fördern, wo man sogar Dinge über die Welt lernt. Und es gibt Spiele, da muss man einfach nur irgendwelche Ungeheuer jagen, irgendwelche Zombies und sich von einem Level zum nächsten begeben. Es gibt auch welche, da muss man was bauen. Da lernt man das dreidimensionale Vorstellungsvermögen. Da muss man sehr strategisch vorgehen. Also da muss man also sozusagen unterscheiden. Eine Frage noch, gibt es ja Bezug zu Sport. Werden Kinder vom Sport abgehalten durch Gaming?
Leider ja, mit zwei negativen Konsequenzen. Die Gehirnentwicklung läuft verlangsamt, weil Bewegungsreize sind Entwicklungsreize für das Gehirn. Und das zweite Problem ist das Gewichtsproblem, dass Kinder, die sich weniger bewegen, nehmen immer mehr an Gewicht zu. Auch das sehen wir. Wir haben gerade eine Generation an Kindern, die heranwächst, die so schwer ist wie noch keine Generation vorher. Und das hat viele Konsequenzen bis zu Diabetes, bis auch zu kognitiven weiteren Entwicklungen. Also das ist ein großes Problem, dass man nicht genügend Sport treibt. Professor Korte, vielen Dank. Das waren interessante Ausführungen. Das heißt, Gaming hat auch positive Aspekte. Vielleicht auch gibt es Sport-Apps, die uns führen können in Handball und Fußball. Habe ich jedenfalls vernommen, dass es so etwas gibt. Also moderne Zeiten heißen auch weiter positives Denken und Leben. Wenn Sie Fragen haben, meine sehr geehrten Damen und Herren, dann wenden Sie sich an uns, medizinakademie@drk-karlsruhe.de. Wir beantworten alles gerne. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Professor Korte, nochmal vielen Dank.